Es gibt keinen Trost, weder oben noch unten. Nur uns, winzige Erdlinge. Wir kämpfen und vernichten uns gegenseitig. Ich bete zu mir selbst, für mich selbst. Wellen, Flüchtlingswellen, Grippewellen. Wann schaffe ich das Weinen? New Wave, denn mal auf Twitter trendet. Die nächste Polkappe schmilzt in der Arktis. Und Greta schafft dagegen nur ein Klima des Hasses. Ja, wow! Bin ich nun ein zynischer Bastard oder seid ihr alle einfach nur ein schwieriges Publikum? Mein Gewissen ist nicht mal ein Mühstark belastet, denn ich bin im letzten Sensibilisierungskurs durchgeflogen. Der ist bitte doch in euren Augen vorbildhaft. Alle 10 Minuten wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Zum Glück bin ich höchstens semi-prominent, denn meine Küchenschränke füllt allein das Nestlé-Sortiment. Und auch wenn dem nicht so wäre, bin ich doch nicht so illusioniert. Ich denke, dass nicht jeder Global Player Opportuner wird und mit millionen schweren Firmenspenden Politiker schmiert oder Lobbyisten Hotels in St. Moritz finanziert oder Tierwohl-Labels in seinem Portfolio importiert. Hier nichts aussagen, außer alle sind konsumorientiert. Ich zieh einen Querschnitt mit Ockhams Rasiermesser und komm zu dem Entschluss, globalisier etwas. Und du machst es zumindest moralisch nie besser, sondern zimmerst nur die nächsten profanen Spielbretter. Wundere dich nicht, dass ich darauf dann mit einem Gambit öffne, denn ich hab noch Tinte auf dem Füller für paar Brandbriefköpfe. SZM Kettensägen Massaker, ich zerleg deine schimmelnde Moralkeule zu Brennholz. Schenk dir reinen Wein ein mit Essigsäure im Abgang und wisch mir danach dein hochgewirktes Inneres vom Trenchcoat. Immer dasselbe, wenn ich Ansagen mache, riech ich mit gerupfter Nase ihre Angst, weiß Attacken und die säuerliche Note ihrer Langschweinenacken und spül es runter mit nem Gläschen Brandwein im Rachen. Wenn ich jemanden bloßstelle, ist er mir ausgeliefert. An dem Tag, als die Rede Energiewende kam, wurden allmählich alle Schäfchen im Land linksliberal. Aber Pläne, das Ozonloch zu schließen, führte zu Prokrastinieren und einem viel zu starken Rohstoff versiegen. Nachhaltig produzieren heißt heute im Norden von Chile Berge von Lithium abzubauen für Elektronikartikel, die Umweltschützer wiederum nutzen für Großoffensiven, indem sie online gegen eben jene Konzerne schießen, die sie ironischerweise mit den Exporten beliefern. Scheint, als wirke das Smartphone in der Hand lobotomieren. Kein Fortschritt ohne Wissenschaft, ohne Umweltsünde in den Drittländern. Wirft der dickste Forschungsgelder nichts mehr ab. Und Vorwürfe auf Massenprotesten lösen keine Probleme, aber schaffen die nächsten. Jeder denkt, er hätte das Recht mitzusprechen. Währenddessen lädt die G8 im Herrensitz zum nächsten Gipfeltreffen. Ohne dich. Und dann hat die Konferenz als Ergebnis: Es gab intensive und konstruktive Gespräche, aber Konsens eher wenig. Und vor allem die Sowjets sind dagegen, also gegen alle progressive Ethik. Also auf zu neuen Demos, bis der Teufelskreis sich schließt und es an Silvester ein persönliches Leuchtspektakel gibt. Emissionen machen rund 20% des Jahres, was egal ist, denn alle liegen sich lachend in den Armen. Was ne Scharade. SZM Kettensägen Massaker, ich zerleg deine schimmelnde Moralkeule zu Brennholz. Schenk dir reinen Wein ein mit Essigsäure im Abgang und wisch mir danach dein hochgewirktes Inneres vom Trenchcoat. Immer dasselbe, wenn ich Ansagen mache, riech ich mit gerupfter Nase ihre Angst, weiß Attacken und die säuerliche Note ihrer Langschweinenacken und spül es runter mit nem Gläschen Brandwein im Rachen. Also so können sie mit sich selbst leben? Indem sie sich das Obszöne rational zurechtbiegen? SZM Kettensägen Massaker, ich zerleg deine schimmelnde Moralkeule zu Brennholz. Schenk dir reinen Wein ein mit Essigsäure im Abgang und wisch mir danach dein hochgewirktes Inneres vom Trenchcoat. Immer dasselbe, wenn ich Ansagen mache, riech ich mit gerupfter Nase ihre Angst, weiß Attacken und die säuerliche Note ihrer Langschweinenacken und spül es runter mit nem Gläschen Brandwein im Rachen. Besser du kennst deinen Plan. Anderenfalls dreh ich dich über den Erdscheibenrand. Und eure Generation Z wird komplett ausgelöscht von diesem Slenderman in Black.